So, hello, ladies and gentlemen, zu diesem One-Take-Video. Und zwar jetzt mal ganz zu Beginn, wegen meinem Background. Dieses Video, bitte, liebe Zuschauende, Bhakti-Yogis, haltet euch zurück in den Kommentaren, die Mantras zu erwähnen oder so. Es ist die Absicht des Autoren dieses Kanals und auch dieses Videos, in eine weltoffene Kulisse zu sprechen oder eine Kulisse, die, oder sag ich mal, in eine Zuhörerschaft hineinzureden, die für alles offen ist. Dass ich trotzdem dieses Background heute wähle, ist, weil es der Monat von August ist und das Erscheinen Krishnas da auch eine Rolle spielt. Und weil ich heute dieses Brainstorming in einem Kontext sprechen möchte, der auch ein bisschen Licht bringt. Und es ist wichtig in dieser Zeit, wo nicht viel Licht ist. Dieser Monat August ist sehr anspruchsvoll. Eben auch ein Background zu haben der Transzendenz. Und deshalb habe ich dieses Backdrop gewählt, also bitte zurückhaltend, einfach normal kommentieren von der Gruppe. Ich hab, weiß, ich habe ein paar Yogis hier in der Kulisse, also im Publikum, deshalb. So, jetzt aber zur Sache. Wir haben Jupiter und Mars im Stier. Das ist ein Zeichen, aber bloß vielleicht zu eurer Information. Ich glaube, Putin hat Mond im Stier zum Beispiel. Mehrere Regierende haben Stierbetonung, weil Stier bedeutet Ma Land, mein Land. Also ist ein sehr irdisches Zeichen. Für die Liebespaare kriege ich ziemlich viel auch Besitzdenken, Zwanghaftes, Eifersucht mit diese Tage und natürlich auch Aggression, ja, und Ke Kampf. Und das Kriegsgeschehen macht mich auch nachdenklich als Astrologe. Also ich sehe in allen Gebieten, also da gibt es eine, im Ukraine-Krieg gibt es eine Überschreitung. Also die gehen in das Land von den Russen rein und Israel und Irak und Taiwan und China. Die Herde sind am Kochen. Und mir ist klar, dass die Leute, also die jetzt inkarniert sind, oh, oder wir alle, die wir jetzt inkarniert sind, ich meine, manche sind jünger, manche sind älter, lass es uns so sagen. Ich habe beobachtet, wie die Leute, die so zwischen 1990 und 200, 2008 geboren sind, die haben ständig Kriegsspiele gespielt. Ne? Ich habe viel Leute gesehen, die auf den Handys rumgespielt haben. Tutu, pupu, pliu, pu. Und ich bin so an den Spielhöllen vorbeigegangen oder an diesen Computer Kyberläden, ja, wo die jungen Leute praktisch jahrelang trainiert sind und trainiert wurden auf das, was jetzt ist, auf die Welt, in der wir jetzt leben. Das ist ein bisschen krass, wie die Leute unempfindlich gemacht wurden und wie jetzt zum Beispiel keiner wirklich aufschreit. Also Friedensbewegung war mal. Es ist wirklich eine traurige Welt. Es ist wirklich eine traurige Welt. Und auch die Beziehungen, Liebesbeziehungen, wenn man sich mal im Dating, auf dem Datingmarkt umsehen sieht, alles verkümmert. Die Leute haben gar keine Ahnung mehr, was überhaupt eine Beziehung ist. Also sind vollkommen vom Digitalen verseucht. Ja, es ist keine einfache Zeit. Die beste Lösung bei dieser ganzen Sache, bei dieser ganzen Entwicklung, denke ich, ist wirklich zu versuchen, also jeder, der sich der diesen Video sich ansieht
oder sich den ansehen soll, kann ich nur sagen, Leute, wir leben in einer Zeit, wo du dir selbst deine Glocke schaffen musst. Sonst kommst du einfach unter die Räder, sonst kommen wir unter die Räder. Und es ist auch wichtig, irgendwie individuell was da entgegenzuhalten, indem man Frau eben einen positiven Raum schafft. So, jetzt möchte ich ein bisschen was zu den Konstellationen sagen. Ich habe einfach jetzt bei diesem One-Take-Session, bei diesen One-Take-Session gucke ich mir am liebsten hier in meine Software die wichtigen Konstellationen an, die ich noch im August sehe. Da wäre zumal, wenn die Sonne am 17. August, also nochmal, ich hatte es schon vorher gesagt, die Zeit zwischen 16. August und ich würde sagen 25., 27. August, sehr strenge Zeit. Das sage ich, zieht euch kalt, zieht euch warm an. Ich meine, was heißt warm an? Ist ja auch warm im Moment. Wir haben hohe Temperaturen ich weiß nicht, in was für einem Land du bist, wo du dir das ansiehst, aber versuche irgendwo dich vorzubereiten auf diese Zeit, genau wie wenn du durch einen Tunnel durchgehst. Und versuche aufzupassen, was du rausgibst, was du sagst, wie du Dinge machst. Versuche empathisch in die anderen Personen reinzugehen in dieser Zeit. Versuche zu verstehen, als Zeuge zu verstehen, was passiert hier eigentlich, okay? Und was ist meine Rolle oder was für eine Rolle sollte ich dabei spielen? Ja, so jetzt zu den Terminen. Es fängt eigentlich im Grunde am 16. an, wenn die Sonne über den Gandanta-Punkt geht, und zwar also von Krebs zu Löwe. Und nochmal, Krebs und Löwe, was ist das Thema? Es geht darum, Dignity, um die Würde in deinem Leben. Ja, also was du brauchst, um diese Würde herzustellen. Deswegen Merkur ist jetzt rückläufig, geht wieder in den Krebs rein. Und ja, was für einen Benzintank brauchst du eigentlich, um in der nächsten Legislaturperiode und in was für einer Dasha-Periode du auch immer bist oder in was für einem Ablauf, in was für einem Transit, welche Transite auch immer gerade in deinem persönlichen Horoskop aktiv sind. Ja, was brauchst du denn, um wirklich dein Schloss oder dein Gebilde oder dein Gebäude, dein Lebensgebäude zu bauen? Was brauchst du eigentlich? Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen in dieser Zeit. Also, woher kommt die Kraft? Ja, Krebs, nochmal, der Raum, wo du reingehst, wo du alle Masken, wo du alle Defense Systems also wie soll man sagen, wie sagt man, ausziehst. Also alles ausziehst. Du bist praktisch ohne Gegenwehr, ja, in diesem Bereich so. Und da tankst du dich auf und da überlegst du dir, okay, das ist mein Privatleben, dann im Löwen, aber gehst du aus dem Privatleben raus und sagst hier in einer starken und kraftvollen Weise ich. Und da hast du dein Königinnenreich oder dein Königreich. Und jetzt ist aber Merkur rückläufig und die Frage besteht, was ist dein Punkt, nachdem du deine Akkus aufgeladen hast im Krebsbereich? Was ist dein Punkt, wenn du rausgehst in die Welt? Ja, für was möchtest du stehen? Ja, und das wird im Moment überlegt, okay? Und während die Sonne am 17. reinbricht, und dann haben wir hier Mars, das ist dann auch gleichzeitig zwei Tage davor, schon am 16. war Mars Jupiter, exakt ungefähr, 15., 16. der Zeitzone, wo du bist, nicht 15., yes, 16., sorry. Doch, genau. 15., 16. war Mars Jupiter exakt. Ja, also da ist diese Eifersucht, dieses Ausflippen, diese Explosion. Ja, und jetzt, wo sich wahrscheinlich schon viele von dem Video ausgeklickt haben und du noch immer dabei bist, kann ich dir auch sagen, dass ich auch tatsächlich glaube, dass in diesen Tagen was passieren kann. Also
Die Sterne sind da, um sowas zu machen wie Seven, also 9-11 oder Hiroshima oder irgendein geschichtliche große Geschehnis, geschichtlich großes Geschehnis kann in diesen Tagen passieren. Ja, unter der Gürtellinie krasses, tamassisches, leidenschaftliches Event, wo einer irgendwo durchdreht. Ich meine, die Kriegsherde, keiner beschwert sich, ja, wie gesagt, keiner beschwert sich, allen ist es letztendlich, haben sich dran gewöhnt. Das Kriegsgeschehen wird übertragen wie eine Sportschau, ja, wie eine Sportschau. Ja, jetzt die sind wieder vorgedrungen. Die Leute vergessen, dass es dabei um Tote geht, okay? Um Leute, die für irgendwelchen Länder, für irgendeine Identifikation mit dem Körper oder mit ihrem Land ihr Leben lassen müssen, ja. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Es ist nicht mal zivilisiertes Leben. Das ist tierisches Leben, ja. So. Und vor allen Dingen eben, wenn die Sonne oder die Planeten über Galanta-Punkte gehen, ja, dann auf der einen Seite ist es eine Möglichkeit, Dinge durch das Aufschütten könnten gerade mal sagen, so wenn man zum Beispiel Öl ins Feuer gießt, ja, dann gibt es ja auch so ein Zischen. Genauso, wenn du von Wasser in Feuer gehst, gibt es ein gewisses Zischen. Und dieses Zischen kann zum einen als ein unkontrollierter Ausbruch kommen, also wo du deine Kontrolle verlierst, oder eben du siehst in den Rauchschwaden das, was ist, die Wahrheit, und kannst zu einer Transformation kommen. So, um es in Englisch zu sagen, it makes you or it breaks you, besser it makes you, of course. Und deswegen sage ich, meditiert, betet, seid vorsichtig, guckt es euch an und ohne dass wir uns aufladen und dranbleiben. Du kriegst in diesem Sommer nichts geschenkt, ja. Also es ist wirklich so, ich sag, wenn du diese seichten Sommer hast, ja, wie zum Beispiel, lass uns mal diesen Sommer 2006 sehen, so Sommermärchen, Fußball, Weltmeisterschaft. Ich habe jetzt nicht mehr die Konstellationen im Kopf, die damals geherrscht haben, aber sicher war es ein leichterer Sommer wie dieser Sommer. Wenn du geleckte Konstellationen hast, ja, Trigone, Sextile oder in relativ guten Planetenstände da sind, ja, dann ist es eine seichte Zeit. Wenn die Oppositionen oder die Stellung der Planeten, so wie sie jetzt stehen, knallhart sind, dann geht es darum, eben Charakter zu zeigen. Dann geht es eben darum, in einem Sprung nach vorne Lösungen zu finden. Und da zeigt sich eben Heldentum oder Charakter, wie ich es gerne spezifisch benenne, was für einen Charakter die Leute haben. Also entweder du wirst dann zum Betrüger oder zum jähzornigen Narzissten oder du manifestierst, du zeigst einfach alles, was an Müll irgendwie in dir drin ist. Also du wirst unkontrolliert, du machst Dinge kaputt, du machst Pokerface oder aber du erhebst dich darüber und also über die Erscheinungsweisen machst etwas, dass du Kraft bekommst, also spirituelle Kraft und gehst einfach durch diese Sache durch und zeigst der Welt, dass du eben in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen setzt, eben durch deinen Charakter ein Zeichen setzt. Ich weiß, es ist nicht leicht, ja. Also, dass du eben, das ist es, wenn es schwierig ist, dann bei der Sonne zu bleiben, also bei dem Guten zu sein. Zu bleiben. The good way to gain in easy times is always easy. Aber in schwierigen Zeiten, also am Ball zu bleiben, das ist in der Familie, das ist
in der Arbeit, in deiner privaten Beziehung Größe zu zeigen, ja, und eben nicht zu verdampfen, ja, und deine Vision im Auge zu behalten und deine Vision zu definieren. Wenn alles leicht ist, ist es leicht, seine Vision zu leben oder zu artikulieren, wenn wir so seichte Konstellationen haben. Schwierig wird es, wenn es wirklich an die Substanz geht, okay? So, und das sind eben so Tage, wo es an die Substanz geht. Also der 17., 16., 15., 16., 17. So, Sonne geht dann rüber. Merkur ist dann bereits bei 3 Grad am 17. Gehe ich mal nach vorn, nach hinten. So, den Übergang von Merkur am Gandanta-Punkt, der ist wohl so im 21., 22. August. Okay, dann geht der rückläufig und geht nochmal in den Krebs. Und es ist eben dieses Thema, was ich gerade eben gesagt habe, weil natürlich Merkur auch Geschäfte sind, Vereinbarungen, die du getroffen hast. Das ist nochmal alles in Frage gestellt worden. Du überblickst auch vielleicht die Dignity, die Würde in deiner Partnerschaft. Wie sollte das aussehen? Wie sollte es weitergehen? Du überlegst die Dignity, die Würde in deinem ganzen sozialen Netzwerk, also Freunde, Familie, Kameraden, alles Mögliche, ja, politisch. Was ist jetzt dein weiterer Weg? Weil der Herrscher von Krebs ist Mond, ja, was das Nourishment ist, und der Herrscher von Löwe ist die Sonne, was die Vision ist. Also sehr wichtige Planeten werden getriggert und die kleinen Diener Venus, Merkur sind da. In diesem Bereich, okay? So, das ist das Thema. Das ist das Thema. Es geht im Höhepunkt des Filmes von 2024 um dieses Thema, wie es weitergeht und dich zu definieren und deine Zeichen zu setzen, okay? In einer Welt, die so korrupt ist, in einer Welt, die so crazy ist. Na, will ich fast Udo Jürgens zitieren. In dieser Welt kreieren wir aus Liebe unsere eigene Welt. Ja. Und was jetzt, okay, Liebe ist ein abgedroschenes Wort, aber Liebe ist immer noch Liebe. Und das bedeutet eben, die Leute zu verstehen oder den Leuten erstmal vielleicht auch Recht zu geben oder denen zuzunicken, bis sie überhaupt erstmal zuhören können. Oder ihnen das zu geben, was sie brauchen, damit sie zuhören, oder ein besseres Beispiel zu geben, oder sich selbst zu entschuldigen, dass man kein gutes Beispiel gegeben hat, Sachen zu revidieren, die vielleicht zu hart gewesen sind. Ich sag dir, wenn du den Körper verlässt, ja, also Geist, Intelligenz und falsches Ego, die Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft, Äther, wo dein Körper draus geworden ist, wenn du da in das Gebiet der Zwischenwelt gehst und du kannst dir Near-Death-Experience-Videos auf YouTube ansehen, da hörst du es immer wieder, dass die Leute ganz anders auf ihr Leben schauen oder dass sie andere Leute verletzt haben. Sehen Sie den ganzen Film nochmal, wie sie andere Leute verletzt haben, wie sie sich, wie raff oder wie egoistisch oder wie selbstisch sie gehandelt haben. In dieser Realität. We are playing God, also wir spielen Gott, ja. Jeder für sich, wir sind durch das falsche Ego alle bedingt, okay? Und die Kunst ist eben, dieses Ego, dieses falsche Ego, nicht das richtige Ego, das falsche Ego zur Seite zu nehmen und auch zu sehen, wo stehe ich wirklich im Leben, ja? Wo stehe ich wirklich tatsächlich im Leben? Einer meiner Lehrer sagte immer, Demut bedeutet Vision der Realität. Ja, die bedingte Seele, sie hat die Neigung, Fehler zu begehen. Sie hat die Neigung, in Illusion zu sein. Unsere Sinne sind unvollkommen. Ein Hund oder eine Katze sieht Sachen anders. Ein Hund riecht, glaube ich, besser. Oder eine Katze sieht weiter. Wir sehen nur gewisse Dinge. Wir machen Fehler. Wir sind in Illusion und wir haben auch die Neigung, zu täuschen oder zu betrügen. Ja.
und selbst zu betrügen, andere zu betrügen. Wenn du dieses ganze Volumen von deiner Bedingtheit dir anguckst, solltest du dann nicht demütig sein? Vielleicht nicht vor deinen Leuten, ja, vielleicht nicht vor deiner Familie, vielleicht nicht mal vor deinem Partner, aber mindestens vor dir selbst und deinem höheren Selbst und vielleicht Gott, wenn es Gott für dich gibt oder dein eigenes Gewissen. Du solltest wenigstens noch wissen, wo du bist in dem ganzen Tohuwabohu und wo dein Selbst ist. Deshalb mach einen Waldspaziergang, beobachte deinem Atem, mach eine Vipassana-Meditation oder spreche ein Mantra in diesem August, in dieser Zeitzone, wenn alles durchdreht. Und ich hoffe nicht, dass eben diese Katastrophe kommt. Ich möchte auch hier schon ankündigen, dass ich später im Jahr auch Videos machen werde über 2025 und dass ich auch manchen von euch bereits gesagt habe, dass ich sehe, dass wenn Saturn in die Fische geht, wir machen das jetzt nach siderischer, vedischer Astrologie. Na, ich weiß, also die klassische Astrologie sagt, der ist schon da. Aber dann hätten wir bereits schon diese Situation, die ich sehe, das wird nochmal ein Lockdown geben. Die Leute wollen das. Das hat ja auch sein, in einer gewissen Beziehung, wenn wir dem was Gutes abgewinnen wollen, hat dieser Lockdown 2020, 2019 die Welt von Leuten angehalten. Sie haben Stopp gemacht und jetzt wird eben dieses Stopp durch Saturn, damals war Saturn Jupiter Konjunktion, jetzt haben wir Saturn Jupiter Quadrat. Jetzt werden die Entscheidungen der neuen Weltsicht, die du dann entwickelt hast, durch den Stopp geprüft und du musst weiter dran meißeln. Es geht immer weiter Entwicklung, okay? Und du bastelst an deinem Kingdom, das ist eben die Löwezeit, deine Sonne, ja? Wie würdest du die Welt regieren? Du reagierst deine Welt. Du reagierst mindestens 50% von allen Beziehungen, die du hast, 50% von allen Beziehungen zu deinem Kind, zu deinen Eltern, zu deinen Geliebten, zu deinen Meistern, zu deinen Untergeordneten, besitzt du selbst. Ja, und wie richtest du die ein? Was für ein Content gibst du in die Welt? Das ist das Thema Löwe jetzt. Und da sollten wir drüber nachdenken in diesen Tagen. Und da sollten wir schaffen, da sollten wir kreieren. Ja. So, und ja, der nächste Lockdown kommt. Mit wem möchtest du dann zusammenleben? Wie möchtest du dann leben? Ja. Vielleicht ist es durch Radioaktivität, vielleicht ist es durch Chemiewaffen, vielleicht ist es durch ein Virus. Ja, selbst wenn es nicht passiert. Ich sage, durch die vier Finsternisse, die wir 2025 haben werden, ich glaube, vier wichtige Finsternisse. Und durch die Position von Saturn im Fische bedeutet Isolation. Und wenn ich mir das alles ansehe, was die Leute vorbereiten, jetzt Aggression oder nach Isolation. Okay, so. Damit will ich keine Angst schüren. Wie gesagt, im Endeffekt, ich habe auch ein Video, ich glaube, der heißt der Sinn der Spaltung, der hat die Farbe Rot und Hellblau. Da habe ich das auch angesprochen. Ja, wie ich sehe, dass letztendlich nach dem ganzen Tohuwabohu alles doch ein relatives Happy End haben wird. Wir gehen jetzt von Globalisation zur Lokalisation. Lokalisation. Du siehst, die Leute werden immer lokaler, nicht globaler. Und wir gehen von Demons Crazy Demokratie zu einem Kingdom. You know? Die wollen, wie sagt man das, eine One World Regierung, natürlich auf unmöglichen Prinzipien aufgebaut, also auf künstlichen Prinzipien aufgebaut, auf Egoismus aufgebaut, aber im Endeffekt, und das ist dieser Video, ich werde den versuchen zu verlinken am Ende dieses Videos für die Interessierten. Das ist mein persönlicher Beitrag dass der Sinn der Spaltung heißt, der Video. Vielleicht sind es auch zwei Videos, die ich 2020 gemacht habe oder ungefähr 2021, weiß ich nicht mehr. So, die werde ich nochmal ranhängen. Aber was ich hier sagen will, after all this wird es in dieser Zeit, also in diesem Kali Yuga, auch einen positiven Zeitabschnitt geben. Aber viele von uns werden dann nicht mehr hier sein.
Und wir sehen halt den Umbruch. Wir sind in diesem Umbruch inkarniert. Wir haben uns inkarniert, um ein Teil davon zu sein. So lass uns versuchen, to play our role gut. Lass uns versuchen, unser Ding gut zu spielen, unsere Nummer gut zu machen. Und dabei wünsche ich dir viel innere Kraft und bleib bis zum nächsten Mal. Verbleib bis zum nächsten Mal. Euer Art-Astrologe. Und für diejenigen, die noch neu bei mir sind, ihr könnt gerne kommentieren, damit ich euch kennenlerne, was ihr gerne von mir vielleicht sehen würdet. Vielleicht Vorschläge, vielleicht von Prominenten. Wollt ihr vielleicht ein Horoskop sehen oder zu dieser Lage oder zu jener Lage, damit ich euch auch ein bisschen kennenlerne, könnt ihr gerne kommentieren, zu was für Themen ich sprechen soll hier auf diesem Kanal. Und falls du noch keine Live-Vision bei mir gehabt hast oder ein Partnerschaftshoroskop machen willst, ich verlinke auch meine Page unter dem Video und da siehst du meine Arbeitsweise. Lies dir das durch und überleg, ob du nicht was mit mir machen willst. In diesem Sinne, may God bless you. Bis zum nächsten Mal, euer Art Astrologe. Ciao.